Mein Name ist Ulrike Zuberl, willkommen zur Zeichensetzung. Endlich ist der Sommer da und bevor ich mich in die Sommerpause verabschiede, möchte ich Ihnen noch ein paar Sommergedichte vorstellen. Gedichte, die in die heiße Jahreszeit passen, in der die Natur in voller Blüte steht und wir auf die Liebe im August warten. Ich möchte auch zum Abschluss in diesem Jahr Sie ein wenig leichter stimmen. Zum Schluss war unsere Lektüre auch anstrengend zum Teil, wie ich finde. Der spätantike Roman Heliodor, die Abenteuer der schönen Chariklia ist nicht so ganz einfach gewesen für viele, denke ich. Und auch für mich hat er eine Herausforderung dargestellt. Heute möchte ich Ihnen, wie gesagt, ein Liebesgedicht vorstellen von Le Songbok aus dem Gedichtband »Wie anders sind die Nächte«. Dieser Gedichtband ist in Korea 2003 erschienen, in Deutschland auf Deutsch 2011. Und dieses Gedicht hat es wirklich in sich. Ich lese es Ihnen als erstes einmal vor. Le Songbok, ein Fluginsekt, das seine Kraft verloren hat. Es war eine helle Mondnacht. Ich legte mich andersherum auf die Matte und schlief mit dem Blick zum Mond ein. Als ich in der Nacht vor Durst erwachte, lag der Mondschein auf meiner Frau. Mit seinen Gold- und Silberfäden umhüllte er die Schlafende. Wie die Spinne ein Insekt bewacht, das seine Kraft verloren hat, so schaute ich sie lange an, ihr Atem kaum zu hören. Ich finde, das ist ein wirklich atemberaubendes Gedicht, atemberaubend, wie schon die letzte Zeile sagt. Stille, Nacht. Es ist wohl heiß, der Mann erwacht, weil er Durst hat, vielleicht hat er aber auch zu viel Alkohol getrunken. Ein Liebespaar, das nebeneinander auf den Matten in seinem südkoreanischen Haus liegt. Die Blicke des Mannes treffen auf die schlafende Frau. Alles ist wunderbar, harmonisch und dann ein plötzlicher, jäher Umschlag in Gewalt und Horror. Und das ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Und das möchte ich ein wenig genauer mir anschauen. Der Autor Le Songbok, ich habe ihn Ihnen schon einmal vorgestellt. Im Winter habe ich das Gedicht besprochen, Schnee fällt. Der Autor ist geboren 1952 in Südkorea. Er ist jetzt 67 Jahre alt. Am 4.6. wird er 67 Jahre alt. Er hat ein Philosophiestudium hinter sich gebracht und lange Zeit hat er sich in Frankreich aufgehalten. Er kennt die europäische Literatur bestens, vor allem auch die französische Literatur. Hat in Korea sehr viele Literaturpreise bekommen, ist sehr oft auch übersetzt worden in viele Sprachen, eben auch schließlich und sehr spät ins Deutsche. Er hat in Korea als Literaturprofessor für französische Literatur gearbeitet und lebt seit 2012 zurückgezogen vom universitären Leben. Ich habe, als ich das Gedicht »Schnee fällt« von ihm vorgestellt habe, gesprochen über die besondere Situation der Lyrik in Asien. In China, Japan, Korea hat die Lyrik einen ganz anderen Stellenwert als bei uns in Europa. Die Lyrik hat immer zu den Staatsprüfungen gehört, die Beamte absolvieren müssen, wenn sie ein höheres Amt anstreben. Und diese Lyrik war so stark von China geprägt, dass sie
die Lyriker in Chinesisch geschrieben haben, in der chinesischen Sprache und auch die chinesische Schrift verwendet haben. Erst im 20. Jahrhundert ist es dann anders geworden und dann haben sie auf Koreanisch geschrieben und in der koreanischen Schrift Hangul. Nun ist diese koreanische Sprache eine vollkommen andere als die chinesische. Sie ist sehr dialogisch geprägt. Darüber haben wir das letzte Mal gesprochen. Und Le nun ist bekannt für einen besonderen Sprachduktus, den er entwickelt hat. Seine Werke erlauben eine Vielzahl freier Assoziationen und sind ausgesprochen vielschichtig. Sie sind sehr, sehr bildhaft und man kann viele Interpretationen hineinlegen, was es für uns Deutsche, die wir des Koreanischen nicht alle mächtig sind, ich bin es nicht, auch möglich macht, mit diesen Gedichten einen Umgang zu finden. Le ist, je älter er geworden ist, auch sehr stark von ostasiatischen Klassikern beeinflusst worden und das merkt man auch in diesem Gedicht, wie ich finde. In seinen Bildern beschreibt er sehr oft Landschaften, die Natur und wie gesagt, sie sind sehr, sehr, sehr bildreich. Auch dieses Gedicht ist so bildhaft, man kann sich die ganze Situation vor Augen vorstellen. Das Besondere an seinen Gedichten, aber generell gilt das für die Lyrik in Asien eigentlich, ist, dass sie sehr persönliche Momente ausdrücken, aber diese persönlichen Momente sind auch immer übertragbar aufs große Politische. Und das ist auch in diesem Gedicht, denke ich, der Fall. Le hat als kundiger Philosophiekenner in seinen Gedichten beschreibt er sehr oft existenzielle Fragen. Und er beschreibt sehr oft eine Gesellschaft, die ihren inneren Halt verloren hat. Er sagt von sich, was das Leben angeht, so bin ich Pessimist. Und seine Gedichte beschreiben eine Welt, die voller Lug und Trug ist, in der eine Egozentrik sich breit gemacht hat in der Gesellschaft, die den Zusammenhalt gefährdet. Schauen wir uns noch einmal dieses Gedicht an. Am Anfang wird eine Idylle geschildert, eine Mondnacht, wahrscheinlich ist Vollmond, denn es ist eine sehr helle Nacht. Da ein Ehepaar liegt auf seinen Matten auf dem Fußboden in seinem koreanischen Haus. Der Mann dreht sich in der Nacht Richtung Mond um. Auch im Koreanischen ist der Mond eine Göttin. Dorthin, wo seine Frau an seiner Seite schläft, wie wir dann erfahren werden. Er wacht auf, von Durst gepeinigt. Und er sieht, wie der Mondschein Silber- und Goldfäden auf seine Frau streuen. Und auf einmal, nachdem wir in dieser wunderbaren Idylle uns befunden haben, gerät das Ganze in eine schreckliche Situation, in ein Grauen. Denn auf einmal wird aus dieser träumerischen, entspannten Haltung eine grauenvolle Situation. Die Frau schläft entspannt, wie es heißt, sie hat ihre Kraft verloren, ohne Kraft. Der Blick des Mannes konzentriert sich auf sie und auf einmal identifiziert er sich mit einer Spinne, die ihre Beute beobachtet. Und diese Frau, die wir gerade noch ganz entspannt schlafen gesehen haben, wird ihm auf einmal zur Beute. Sie ist ihm wehrlos ausgeliefert. Eine ganz bedrohliche Situation ist auf einmal entstanden. Er beobachtet sie wie eine Spinne im Netz,
Eine Spinne, die ihre Beute erjagt hat, die sie nun bewacht. Und vom aussichtslosen Kampf gegen diesen Tod ist diese Beute kraftlos müde geworden und ihr Atem ist schon kaum mehr zu hören. Dadurch, dass es eine Spinne ist, wissen wir auch, dass es Sommer sein muss, denn eigentlich gibt es Spinnen, die meisten Spinnenarten gibt es nur im Sommer, im Winter gibt es keine Spinnen. Also eine heiße Sommernacht, und dann der Mond, der diese Frau in ein Netz aus Metall einfängt, das vorher gold und silbern geglänzt hat und nun wirklich eine aussichtslose Falle wird. Diese Beute war ein Fluginsekt, wie wir aus dem Titel hören, also ein Wesen, was einmal fliegen konnte, frei war und fliegen konnte und nun in einem Netz von Zweisamkeit gefangen ist. Von Zweisamkeit zwischen Spinne und Insekt, zwischen Mann und Frau. Und dieses Gedicht von Lee ist so anschaulich, man kann sich diese Situation so gut vorstellen, das Bild bleibt. Auch nachdem die Worte verklungen sind, es zeigt die ganze Kostbarkeit, in der diese Frau gehüllt ist, in diesen goldenen Käfig, in dem sie gefangen ist und der nun wirklich zu einem Gefängnis, zu einer Todeszelle für sie wird. Die Stimmung wechselt abrupt. Und eine Gewalttätigkeit bricht auf, die auch die Ambivalenz zwischen Mann und Frau, die es oft gibt, in den Beziehungen sehr schön beleuchtet. Plötzlich schlägt Liebe in Gewalt um. Und auf einmal wird aus einem sehr privaten Erleben auch eine sehr gute Beschreibung für das, was in der Gesellschaft wirkt. Liebesbeziehungen, die in Gewaltbeziehungen enden. Und auf einmal wird rückwirkend aus dem Durst, der diesen Mann plagt und von dem er erwacht, der Durst der Spinne nach ihrer Beute. Spinnen saugen ihre Opfer aus und es wird wirklich rückwirkend ein ganz unheimliches Geschehen, ein gruseliges Bild, das so harmonisch friedlich begonnen hat. In dieser kurzen Momentaufnahme beleuchtet das Gedicht schlagartig Beziehungen zwischen Mann und Frau, wie wir sie immer wieder in vielen Gesellschaften treffen. Das Gedicht ist total konkret. Und in dieser Konkretheit blitzt auf einmal eine Wahrheit auf, wie wir das oft haben, wenn wir klassische Gedichte aus China uns oder Japan uns anhören, wo es diesen sogenannten Satori-Effekt hat, also diesen Effekt, wo blitzartig eine Wahrheit aufleuchtet, die sehr viel aussagt über die Existenz des Menschen. Und so lässt uns dieses Gedicht, was uns in eine Sommernacht entführt, die harmonisch liebend beginnt, mit einem Frösteln zurück.